Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands Part 57 von mir auf 94. Ich habe jetzt mal nachgerechnet, wann dieser Part, also im letzten Part haben wir Earls besten Freund befreit und jetzt geht's erst los. So, ich habe mal nachgerechnet, wann dieser Part onkommt. Und dieser Part kommt am 25. Das heißt, viele von euch werden jetzt schon auf der Gamescom sein. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich werde nicht da sein können, weil ich in 3 Tagen meine Nachprüfung schreibe. Und das ist dann ein bisschen doof. Komm, dreh dich mal. Dreh dich mal. Soll sich drehen? Geht doch. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach hoch zu den Soldaten. Dann können die sich nämlich mit denen rumprügeln. Oder ich werfe einfach nochmal ein paar Granaten. Die sind ja jetzt auch noch ein bisschen stärker geworden, ne? So. So, keine Viecher, die mir gefolgt sind? Komisch. Schade. Eigentlich. So, jetzt wollen wir hier mal schnell Shit looten. Nicht wörtlich. Außer es gibt natürlich nur Kacke hier. Wollen... Oh, hier geht's ja noch weiter. Gut. Oh, hi. Und weiter geht's. Wollen wir hier oben nochmal kurz Party machen? Keiner da? Schade, schade. Oh, doch. Gut, aber wir wollten ja noch hier unten die Königin töten. So, nochmal schnell Granaten spammen. Alter, wie man hier gar nichts mehr sieht, ne? Und tot. So, und... da ist auch mal einer. So, das hätten wir. Und jetzt wieder Zeug looten. Mir egal, ob ich mit E gedrückt halten was einsammeln kann. Ich mache das jetzt halt schnell so. Außerdem bringt das eh nichts mehr, wenn ihr da schreibt, denn wie gesagt, das Projekt wird schon lange fertig aufgenommen sein. Boah, da muss ich nur gucken, was ich bis dahin zocke. Alter, was mache ich hier für eine Scheiße? Ich nehme wie ein Blöder auf und achte gar nicht drauf, dass ich dann gar nichts mehr habe. Ja, komisch. Naja, ich werde schon sehen, was ich davon habe. Ne? Ah, das wird so langweilig. Da muss ich jetzt irgendwelche Minispiele oder so zocken. Egal, soll mich nicht stören. Wir gehen mal zurück zu Earl und zu Roscommon's East. Dann wollen wir Chuck Bourbon treffen und dann, denke ich mal, werden wir wohl... Zeug. Na, okay. Dann wollen wir halt noch ein bisschen töten. Mal kurz hier rum. Sie sich aber auch nicht drehen, ne? So wie er jetzt. Das fänd ich doch schon mal viel besser. Oh Gott, ich brauche irgendwas. Komm auf die Beine, verdammte. So, komm, dreh dich. So, du bist tot. Du hast dich auch gedreht, das heißt, es wird auch dein Ende sein. Fuck, falls ich mal nachlade. Ja, einfach ein bisschen ärgern. Und das war's dann auch schon. Eine Shotgun, die... Du Scheiße, die droppen mir viel zu viel. So, irgendwas Billiges, irgendwas für 2000 oder so weg. Ah, oder hier für 1000. Irgendwas Lowes noch. Ja, bei Mods brauche ich ja erst gar nicht gucken. So, es soll mir erstmal reichen. 4000, 2000. Du bist 2000, dann...
Mal ganz schnell hier gucken. Kann ja immer irgendwas Tolles dabei sein, wie einen Class-Mod. Zum Beispiel. Oder ganz viel Munition. So, und jetzt geht's weiter. Endlich. Oder? Nein. Natürlich nicht. Mann, lass mich doch durch. Mistvieh. Bin ich hier richtig? Ja, ich bin hier schon um Ecke. Hä? Das kann doch nicht sein. Ja, bisschen weiter. Okay. Gut, wie sieht's mit dem Part aus? 5 Minuten. Oh, ich habe ja gerade erst einen neuen angefangen. Wusste ich gar nicht. So, alles nachgeladen. Jo. So, dann wollen wir jetzt mal total overlevelt in so einen Arena-Kampf gehen. Oh, mein Rücken juckt. So, aber jetzt erstmal zu Earl, ihm seinen Freund abgeben. Dann zum Rest. Ah ja, das wird ein Spaß. Also, wir sind bald fertig mit dem Projekt. Da muss ich echt gucken. Also, ich denke, dass dieser Part am 25. on kommt. Ich rechne aber nicht wirklich mehr damit, weil das wird echt knapp mit den ganzen Parts, die ich aufnehme. Und ich möchte am 28. schon Borderlands 2 hochladen. Und ich möchte nicht, dass ihr gespoilert werdet. Ja, ich mache das einfach so, wie ich will. Ich mache das, was ich das will. So. Was, irgendwer ist mir gefolgt? Selbst schuld. So, hier ist dein Freund. Scrappy, du bist wieder zu Hause. Wer ist dein junger... Was? Wer ist ein feiner Junge? Scrappy ist ein feiner Junge. Haben dir die bösen Banditen Angst gemacht? Danke, dass du ihn befreit hast. Er ist ein echter Schoßgag. Die Banditen wissen doch nicht mal, wie sie seine kleinen Scrappy-Scheißhaufen wegmachen sollen. Oder etwa doch? Nein, wissen sie nicht. Gut, weiter geht's. Bis später. Jo, hau rein. Wir werden uns zwar nicht mehr sehen, aber ja, bis später, wenn du meinst. So. Haben wir... Nein, wir haben nicht 5 Millionen, wir haben 500.000. Wir hätten mehr, wenn ich nichts ausgegeben hätte. Und BAM! Na, du brauchst erst gar nicht ansetzen. So. Und dann sind wir bald auch schon wieder Level Up. Naja, wohin müssen wir jetzt? Rust Commons East. Also, Middle of Nowhere. Gut. Wohin kommen die? Die kommen... Auch ein schwarzes Brett, denke ich mal. Ja, da haben wir die ja angenommen. Gut, und dann sind wir auch schon wirklich fertig, fast fertig in dem, Trash Coast. Ein kleiner Gegner kommt noch. Ich habe jetzt ein bisschen untertrieben mit kleiner, aber pff, egal. So, beeindruckend. Das war besser, als ich zu hoffen wagte. Keine Ahnung, ob wir die Banditen auf diese Weise leichter unter Kontrolle bekommen, aber es macht verdammt nochmal mehr Spaß. Hier ist eine Belohnung und für deine wirklich hervorragende Arbeit. Hey, du hast meine neue Bleibe gesäubert? Danke, Fremder. Endlich kann ich dieser Abfallgrube den Rücken kehren. Und zwar zur Hölle mit den Liberalen in New Haven und der verantwortlichen Frau. Nennen wir sie Tim, die Frau. So. Dich behalte ich? Möge Gott meinen Feind Mitleid erweisen. Ich tue es nicht. Ja, ein fetter Revolver, der Fettschaden macht. Aber mein fetter Revolver macht auch Fettschaden. Und regeneriert Munition. Deswegen, ihr könnt mir gar nichts. Plock heißt es. Ich glaube, der macht so einen komischen Plock-Sound. Aber egal. Dich gucke ich mir gleich nochmal an. Tschüss. Ja, das war Absicht, dass ich die Iridian-Waffe verkauft habe, weil die scheiße ist. Ah gut, das hier ist meine Sniper. Ich habe mich schon gefragt, habe ich die jetzt verkauft oder was geht? Naja. Was haben wir momentan für einen Class-Mod ausgerüstet? Also auf was bin ich gegangen? Hier. Diebstahl und Plünderer. Ach so, deswegen habe ich so viele Items. Was geht denn?
tödlich. Nee. Warte, was? Ey, ihr könnt zurückspulen. Hier unten das Bild war gerade ein Revolver. Das könnt ihr mir nicht sagen. So, Plünderer. 3 und 2. Ich glaube, ich habe einen besseren. Das brauche ich eh nicht. Weg, 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 weg. So, jetzt nochmal schnell gucken, falls ich mich vertan habe. Ja, 3 und 2, ich habe den gleichen. So, und jetzt wollen wir nach... Ruscombe's West. Ach, Quatsch, falsches. Na, warum bin ich hier runtergesprungen? Bin ich doof? 10 Minuten, 11 Minuten, gut. Ich muss halt auch immer auf die Uhr gucken, nicht, dass ich nochmal überziehe. Das kann ich nämlich echt nicht ab. Ich mag das einfach nicht. So, ich werde zwar eh viel hochladen, aber naja. So, jetzt ist natürlich die Frage, Underpass oder Autoyard? Auto. Ah, nehmen wir mal Autoyard. Und hoffen, dass wir irgendwo in der Nähe spawnen. Ich glaube, das war sogar das Richtige. Wenn nicht, dann war es das Falsche. Logischerweise. Die Bilder sagen mir natürlich auch nicht, wo ich spawne. Und erst jetzt sehe ich es und ich bin falsch. Aber das Laden geht ja schnell. Gefällt mir, dass es keine weiteren Ladezeiten gibt. Ich hoffe, dass... Wo bin ich hier? Oh, ich war doch richtig. So. Los, wir mutzen deine Karre auf. Wir sind zu langsam. Na, wir sind nicht zu langsam. So, hier haben wir ja schon mal aufgeräumt und eine SMG, also SMG-Teilchen gefunden. Oh, dass ich mir das alles noch merken kann. Ich bin ja so gut. Ich bin so intelligentlich. Ist da das Tor zu? Willst du mich verarschen, du kleines Drecksviech? Machst du mal das Tor wieder auf? Du auch. So, geht doch. So, und ihr habt mir das Tor hier echt verschlossen, oder was? Hält er sich für Gott, oder warum meinte der gerade Tritt vor deinen Schöpfer? Penner. So, jetzt erstmal Schild verkaufen. Mal wieder. Weil wir auch so viel... Ach ja, das hier wollte ich ja noch kontrollieren. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, ich habe irgendwas umgestellt. So. Einmal, man kann es halt nach Region sortieren. Mit E. Boah. Kleiner Schock zwischendurch. Und es scheint, als hätten wir jetzt eine... Jetzt haben wir endlich mal eine bessere Waffe gefunden. Zumindest macht sie mehr Schaden, hat eine höhere Feuerrate. Zwar ein bisschen weniger Magazin, aber das soll uns mal einen Scheißdreck kümmern. Oh, und wehe, das ist eine 3-Schuss. Oh Gott, ich mag sie. Gut, dann wird die mal verkauft. Endlich, nach so langer Zeit. Ach. Wer sie haben möchte, kann sie sich gern modden. Ich habe sie verkauft. So, hallo Chuck Durden. Du glaubst, du kannst in der Arena behaupten, bla bla bla, das hat noch niemand geschafft und bla und erste Runde geht los und bla. Mach die Tür zu. So, Leute. Come at me, würde ich sagen, ne? Aber ich habe gar keine Granaten. Gut, dann gehen wir jetzt mal mit der... Nee, komm, mit der neuen Waffe gehen wir hier mal durch. Na, komm raus. Oh, lol. Hihihi, 1000. Süß. So. Auf Level in so ein Ding reinzugehen, ist natürlich auch lustig. So. Erste Runde geschafft. Weiter geht's. Das machen wir jetzt... Oh, nein, 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 nein. Oh, gut, ich habe nicht überzogen.
Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, ciao. Genau, pünktlich sogar.